Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Uncharted 4. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und ich wünsche euch jetzt spannende Unterhaltung und viel Spaß. So, wir sind in Chapter 3 in den Gewässern Malaysias unterwegs. Wir spielen hier direkt weiter nach diesem hervorragenden Intro in der letzten Folge. Richtig gut gemacht und jetzt weiß ich auch ein bisschen mehr. Ich weiß, dass leider unser Bruder Sam bei dem Fluchtversuch aus dem Gefängnis getötet wurde und wir überlebt haben. Und ich sehr gespannt bin, was uns jetzt hier erwartet. Viel Spaß, los geht's. Also die Grafik ist unfassbar. Unfassbar. Ich muss mich jetzt hier ein bisschen erstmal, ich liebe Unterwasserspiele. Ich muss jetzt hier ein bisschen gucken erstmal. Wir sollen auftauchen mit Space, aber wir lassen das erst nochmal. Erstmal ein bisschen gucken. Hier ist was. Hey, ich hab hier was. Was denn? Kein Rost, richtige Farbe. Vielleicht ist es an den Felsen zerschellt und... Hey, du nuschelst. Sorry. Sieht aus wie ein Stück unseres Wracks. Muss in der Nähe sein. Du machst mich neugierig, Drake, aber sowas von... Da ist doch was. Ah, da ist er ja. Ich hab ihn. Okay, wie sieht er aus? Mitgenommen, aber intakt. Was haben wir denn hier? Okay, ich sehe die Fracht. Die meisten Kisten sind wohl noch da. Weißt du, wie viele? Dafür muss ich wohl reingehen. Warte kurz. Okay, dann mal los. So. Oh. Morgen, Leute. Okay, bin drin. Sieht aus, als sei der Großteil noch festgeschnallt. Mal sehen, da sind eins, zwei, drei. Nach meiner Rechnung fehlen uns zwei Kisten. Ich werde sie suchen. Warte. Komm lieber erstmal hoch und füll deine Flasche auf. Die Kisten müssen in der Nähe sein. Ich schaff das. Aha, hab eine. Ach, Mist. Die Kiste steckt unter dem Anhänger fest. Hör zu. Sicher erstmal die andere Kiste, dann heben wir den Anhänger für dich an. Siehst du, deswegen bekommst du das große Geld. Ja. Okay. Wir sind mal vernünftig und steigen mal auf, unsere Flasche nachzufüllen. Und dann tauchen wir nochmal ab. Ah, dürfen wir nicht? Wir dürfen nicht. Wir müssen doch tatsächlich unten bleiben. Okay. Da ist sie ja. Aha, hab die andere Kiste. Da war es nur noch eine. Sichere sie im Anhänger. Wir sind schon fast bei dir. Okay, bis gleich. Okay, eine Kiste gesichert. Gutes Timing. Wir sind direkt über dir. Wir lassen das Seil runter. Und nach unten. Wow. Okay. Okay, ist in Position. Häng den Anhänger dran.
Wir heben ihn ein Stück an. Okay, hab das Seil. Ich versuche es um eine der Achsen zu schlingen. Das sollte gehen. Yep. Wie mache ich das? Ach so, ich muss richtig rum, oder was? Ach was, ist das cool. Okay, eins habe ich. Ha. Gut, achte auf deinen Sauerstoff. Das passt schon. Ja, ich hoffe es. Das zweite. Okay, Anhänger gesichert. Los geht's. Okay. Mach Platz. Wir heben ihn an. Ich bin soweit. Und hoch damit. Okay. Reicht das? Ja, locker. Lass ihn nur nicht fallen. Wir werden sehen. Ich kann nicht hoch, oder was? Nee. Komm schon, Nate. Was machst du? Ach nee, warte mal, wir müssen unter den die Kiste holen. Okay, ich habe die andere Kiste. Ich mache sie mit den anderen fest. Fertig, die Ladung ist komplett und erfasst. Ich habe noch Sauerstoff für 5 Minuten. Oh Mann. Hey, dann bleib doch noch ein bisschen unten. Vielleicht findest du noch ein paar andere Schätze. Nein, danke. Willst du mit? Gerne doch. Sag mir, wenn du am Seil hängst. Okay, ich bin bereit. Hol mich heraus. Wird gemacht. Und aufwärts. Wow. Was für eine Schönheit. Wie geht's dir? Hammer. Oh, besser, seit ich aus dem Fluss raus bin. Irre. Ich werde wohl eine Woche nach Fisch denken. Okay. Wir kommen zu dir. Warte. Ich warte. Irre gut. Wahnsinn. Was geht so, Jungs? Ja, ich freue mich auch. Wirf die Ausrüstung her. Bitteschön. Danke. Oh, der Tank ist echt leicht. So, mit dem können wir reden. Machen wir mal. Eine Sekunde! Wie machen wir uns? Was denkst du? Vollständige Bergung? Vollständig. Ha, neben dir wirken wir armselig. Ich lasse euch gut dastehen. So, ist bereit. Die Regierung hier hin knapp 10 Jahre hinterher. Was? So, wir haben eine Münze uns genommen, irgendwie ein Token. Schauen wir mal ganz kurz, was das ist. Antike Spielhallenmarke, Arcade Only.
Alright. Hey, oh, das stimmt. Wie lange dauert das denn noch? Wir haben das Ding gerade aus dem Wasser gezogen. Reden wir später drüber. Drücken Sie auf die Tür. Mein Held. Na komm, mal sehen, was du hast. Hey, hörst doch nächstes Mal jemand anderen. Du brauchst eine Pause. Nein, nein, danke. Tauchen ist mir immer noch lieber, als im Büro zu sitzen. Ja, na gut. Es wird aber etwas dauern, bis wir wieder tauchen. Was ist mit dem Job am Donnerstag? Mm-mm. Ach Mann, nein. Wurde unterboten. Das kann doch nicht wahr sein. Hey, die Konkurrenz schläft nicht. Na, dann sehen wir mal nach. Wärst du dann so frei? Ja, gerne. Ja, klar. Danke. Wow. Sieh dir das an. Das ist Kupfer. Tja, du wärst überrascht, wie viel das Zeug wert ist. Mhm. Der Kunde zahlt gutes Geld für den ganzen Kram. Willst du es nicht lieber zu Pennys einschmelzen? Na komm, gehen wir feiern. Die erste Runde zahle ich. Kupfer ist nicht zu unterschätzen. Nein, 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 nicht ohne Gefahrenzulage. Wenn es euch nichts ausmacht, erledige ich schnell den Papierkram und zisch ab nach Hause. Ein andermal gern. Okay, wie du willst. Hey, gute Arbeit heute. Danke. Hey, hey, Nate. Nate, warte mal. Hey, was machst du denn hier? Ich habe ein Geschenk für dich. Geschenk? Was ist das? Ich habe Nachricht von meinem Kontakt über dieses Wrack vor der Küste von Malaysia. Oh nein. Das Schiff ist intakt. Ja? Die Fracht wartet nur auf uns. Du lässt nicht locker, das muss man dir lassen. Das Geld für die Ausrüstung ist auch gesichert, wir sind startbereit. Bis auf meinen besten Mann. Der Mann, dem ich vertraue, der Einzige, er hat kalte Füße. Meine Füße waren noch nie warm. Sag mal, dieser Kontakt von dir, hat er die Genehmigung? Nein, er hat sie nicht. Prima. Okay, niemand hat eine verdammte Genehmigung. Natürlich. Aber Nate, das ist doch zu unserem Vorteil. Keine Genehmigung heißt keine Konkurrenz. Das Schiff gehört nur uns. Keine Genehmigung heißt keine Bergung. Nate, mit dem Geld hätten wir ausgesorgt. Und zwar wir beide. Okay, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich will nicht noch mit 60 Bergungen machen. Du etwa? Besser als Gefängnis. Hör zu, ich muss ablehnen. Und das solltest du auch tun. Pass auf, nimm's einfach mit. Mir zuliebe, okay? Ich ändere meine Meinung nicht. Schadet ja nicht, drüber zu schlafen, oder? Grüß Carla und die Kinder von mir, okay? Mach ich. Kein Druck, Nate. Aber denk drüber nach. Hier hast du echt gute Arbeit geleistet. Hat das Suchgebiet eingegrenzt. Das wäre ein Wahnsinnsfund. So ein Scheiß. Nein. Nein, niemals. Du kommst zu den anderen. Ein normales Leben. Ja, ob es das sowas gibt für uns, das werden wir herausfinden, meine Lieben, in der nächsten Folge. Ich mache hier Schluss und ich bin tief beeindruckt von diesem Spiel und freue mich wahnsinnig, hier weiterzuspielen. Mit euch, für euch überhaupt. Das ist ein ganz, 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 ganz großes Spiel. Hammer. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich freue mich auf euch in der nächsten Folge. Und dann wünsche ich euch jetzt alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.